Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Crafting C. Und heute haben wir unsere wunderschönen Twitch-Menschen hier unten wieder am Start. Ich bin auch wieder am Start. Es kamen die letzten Tage ein bisschen wenige Videos. Es tut mir sehr, sehr leid, aber definitiv wird es jetzt wieder ein bisschen mehr geben. Ich hoffe, dass auf jeden Fall. Es könnte ein bisschen schwierig werden in nächster Zeit, aber dafür werde ich euch wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders informieren. Nichtsdestotrotz heiße ich euch willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge Crafting C. Und heute werden wir grandiose Dinge machen. Ey, guck mal, die rattern hier unten wieder. Wisst ihr, 10-Finger-System, die haben geübt. Zeigefinger da, den anderen da. Und dann bu, 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 bu. Die 1 mit dem Ringfinger gedrückt. Mann, jetzt ist es, man weiß doch Bescheid, Freunde. Man weiß doch Bescheid. Wir wollen heute neue Farmen bauen. Wir kommen langsam voran mit unserer Base. Ich bin sehr, sehr, sehr happy, wie sich das hier alles so langsam entwickelt. Wir haben nämlich hier unten unsere Bulk Storage gebaut das letzte Mal. Hier drüben. Ihr hattet, by the way, sehr coole Bulk Storage Begriffe. Bin ich sehr stolz auf euch gewesen. Die Bulk Storage Begriffe waren ziemlich, ziemlich cool. Genau, wir haben hier unsere Bulk Storage. Die funktioniert, die sortiert alles ein. Absolut grandios, wie man sich das wünscht. Und heute wollen wir da vielleicht noch was Neues hinzufügen. Beziehungsweise halt die Bulk Storage nach hinten. Irgendwann erweitern. Aber nicht mit irgendwas, sondern mit Kakteen. Denn wir wollen heute Farmen bauen. Es gibt zwei Sachen, die wir unbedingt noch hier drin brauchen. Ihr könnt mir sehr gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was vielleicht generell noch in der Base fehlt, was wir noch bauen müssen, so farmtechnisch oder, I don't know, generell technisch auch irgendwie. Die Bambusfarm müssen wir nämlich nochmal umbauen. Wir müssen hier oben das ganze Zeug bauen, das Netherportal und so. Es gibt definitiv noch eine Menge Stuff. Auch Raid-Farm technisch und so wollen wir dann noch in irgendeine Richtung gehen. Creeper-Farm bald eine eigene bauen und so. Da fehlt doch sehr, sehr viel, Freunde. Aber heute wollen wir eine Kaktusfarm bauen, beziehungsweise mehrere wahrscheinlich sogar, und zwar in diese Tower hier drüben. Denn die beiden Tower haben in der Diagonalen keinen richtigen Use Case, die haben jetzt nicht so einen großen Nutzen. Deswegen zimmern wir da einfach kurzerhand eine Kaktusfarm rein. Die bietet sich nämlich richtig gut an. Die können wir einfach diagonal bauen, den ganzen Space hier drin ausnutzen. Ich glaube, den hier lassen wir erstmal. Da haben wir jetzt nicht so viel freien Platz, den wir irgendwie benutzen könnten. Deswegen bleibt der, glaube ich, noch leer. Und wir müssen auch bedenken, dass wir, genau, hier wahrscheinlich diesen Ring haben. Das heißt, alles, wir benutzen alles unterhalb von 154. Also den Teil bis zu dem Teil oder so ungefähr ist jetzt gerade geplant. Wir holen uns dafür mal ein bisschen White Concrete. Können wir vielleicht welches kaufen, damit wir wissen, wie weit wir wirklich runter können. Aber ich glaube, wir können schon, ja, bis hier. Gott, da war gerade voll der komische Sound. Bis hierhin können wir wahrscheinlich wirklich, ne? Dann können wir da irgendwie die Zwischendecke reinziehen. Und dann können wir drunter nochmal ein bisschen ganz gut Platz machen für den Rest. Actually nochmal ein bisschen weniger Platz, als ich ursprünglich dachte. Aber wir haben jetzt hier so eine Wand mit reingezogen, weil die halt, oh, Alter, ich wusste nicht, dass wir hier raus können. Wir haben dazwischen nochmal so eine kleine Wand gezogen, weil da halt dieser, ja, der Rückding davon ist. Also hier ist ja diese Einkerbung nach hinten, ne? Und die geht praktisch ein bisschen in den Turm rein. Deswegen haben wir da nochmal ein bisschen kleiner gemacht und unten den Boden mit reingezogen. Aber pretty much können wir das Ding jetzt hier so, glaube ich, komplett als unsere Basiskammer usen. Wir machen unten auf jeden Fall, obwohl, warte, wir haben, ich glaube, wir haben echt noch ein bisschen Platz, ne? Ja, okay, okay, okay. Nee, dann können wir die Höhe, die wir jetzt gerade haben, Knienerflug, auf jeden Fall als Sammelkammer usen. Das heißt, hier könnten wir schon mal überall das Wasser dann jeweils so hinmachen, dass das halt in die Mitte fließt. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Weiß noch nicht genau, wie wir das am besten hinbekommen. Aber, ja, wir können auch damit jetzt anfangen, die Sachen hier richtig aufzubauen. Wir brauchen Sand. Oh, Sand brauchen wir super viel, ne? Das haben wir gerade gar nicht. Wir brauchen Sand Slabs und brauchen eine Menge Zäune, damit wir ja hier eben unsere Kakteenebenen reinziehen können. Das wird sort of, ja, eine langwierige und gleichbleibende Aufgabe werden. Aber wir düsen erstmal in die Wüste und holen uns ein bisschen Sand. Wir haben nämlich absolut gar nichts mehr. Bauen Concrete und so später auch nochmal. Wir haben 3 Schalker voll. Ich glaube, das sollte für den Anfang erstmal reichen, wenn wir jetzt ein bisschen was bauen. Die nächste Sache, die wir brauchen, sind Slabs. Und da ist eigentlich egal, was für eine Art von Slabs wir haben. Wir brauchen Cobblestone, Bro. Ey, da müssen wir uns ganz, ganz, ganz unbedingt drum kümmern. Aber wir brauchen irgendeine Art von Slabs, damit wir unsere Farm aufbauen können. Slabs sind sehr wichtig, weil die ein bisschen besser performen, also wir mehr Kakteen rausbekommen. I guess, wir schnappen uns erstmal eine Menge Kobbel und craften die dann zu Slabs um. Und dann können wir langsam aber sicher schon mal anfangen, um die ganzen Etagen drauf zu bauen. Also wir brauchen dann nochmal eine Menge Holz, wir brauchen eine Menge Sticks, beziehungsweise eine Menge Fences. Das ist so das
in das Endprodukt, das wir haben wollen. Können wir schon mal das hier machen, dann vielleicht das hier nochmal zu dem. Und dann jetzt so 8 davon zu Sticks und dann zu dem. Boah, perfekt, Junge. Tibi top. Und mit den Dingern wollen wir jetzt anfangen, unsere Kaktusfarm zu bauen. Das wären sehr viele Sachen, die wir machen müssen, Alter. Und sehr viele Etagen, die wir da hochziehen müssen. Aber basically ist das System überall gleich. Ich denke mal, ihr kennt es vielleicht ein wenig von Trimax oder so. Wir haben theoretisch... ist echt ein bisschen schwierig, maybe, ne? Wir haben theoretisch sowas hier, dann... Oh, wir müssen uns überlegen, wie wir das am schlauesten bauen. Ich glaube, hier wäre wahrscheinlich am besten, ne? Was das Layout angeht. Und dann machen wir das so, genau. Und hier oben drauf kommt dann eben immer der Sand. Auf den Sand kommen dann die Kakteen, die wir, by the way, auch erstmal besorgen müssen, ein paar. Und dann währenddessen farmen. Oh, und wir müssen hier noch einen Block hoch. Damn. Ich glaube, das ist jetzt gerade unser Setup. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas sehr viel... effizienteres gibt als das jetzt hier, von unserem Layout, ob wir irgendwie, wenn wir es so shiften würden, irgendwo noch ein Layer mit reinbekommen. Aber ich glaube, es ist ganz gut. Wir haben jetzt hier hinten halt einen Block frei und sonst, glaube ich, nur hier vorne ab und zu ein oder zwei Blöcke. Aber das Ding wollen wir jetzt praktisch hochziehen. Wir brauchen gleich nochmal die ersten Kakteen, das ist super wichtig. Und den Wasserlauf für unten, damit wir unsere Kakteen einsammeln können. Können meinetwegen auch irgendwie 2, 3 Wasserläufe sein, das ist eigentlich egal. Dann die ganzen Zäune dazu. Vielleicht benutzen wir irgendwie Smoothstone oder so, damit wir den Stone insta minen können, wenn das irgendwie geht. Die ersten paar Etagen stehen schon mal, Freunde. Wir haben echt ganz gut was zusammenbekommen mittlerweile. Wir können mal ganz kurz in den hier reinlunzen. Ne? Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Da sind wir. Boah, von hier oben sieht echt schon ganz geil aus, ne? Vielleicht sieht man es hier ein bisschen besser. Boah, Bro, wir haben legit schon sehr viele. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist jetzt die 7. Etage, die wir aufbauen. Es wäre halt auch geil, wenn wir da Glas reinmachen würden. Oder hier vorne, damit man da so reingucken kann. Obwohl, eigentlich will ich da schon Licht haben, glaube ich. Aber Glas könnte cool aussehen. Dann sieht man direkt so die Kakteen da stehen. Aber da hätten wir was anderes als Kobbel benutzen müssen. Verdammt, Mann. Oh, no, oh, no, no. Aber es geht schon ganz gut. Also ihr seht, die ganze Zeit, es regnet hier unten schon Kakteen runter. Ich kann jetzt eigentlich eine Etage bauen. Und in der Zeit, in der ich eine gebaut habe, haben wir genug Kakteen für die nächste Etage. Also die sammeln sich alle hier unten drin. Aber ich glaube, eine Glasfront hätte was. Und das ist unsere komplette Kaktusfarm. Das ist der komplette Turm Nummer Uno. Ich habe keine Ahnung, ob wir legit irgendwie noch einen zweiten Turm brauchen werden. Wir können noch mal ganz kurz wieder hier reingucken. In diesem wunderschönen Account. Wir sind jetzt bis fast am Limit. Wir wollten bis Höhe 154 maximal. Weil dort dann eben auch wieder dieses Loch reinkommt. Das kommt hier oben ja auch noch hin. Und jetzt haben wir auf jeden Fall genug Platz, um das Loch und den Boden dazu zu bauen. Deswegen das hier ziemlich, ziemlich nice. Und relativ top. Ich weiß gar nicht, wie viele Etagen wir jetzt haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Ich glaube, da habe ich Zäune vergessen. 11, 12 Etagen. Okay, und was ist hier los? Ah, da habe ich hier eine Reihe Zäune vergessen, ne? Okay, aber das scheinen mir die einzigen zu sein, wo wir irgendwas vergessen haben, ne? Ich glaube, sonst haben wir überall alles drin. Da sind alle ganz gut. Ey, crazy, 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 crazy. Wir müssen gleich mal zählen, wie viele Pflanzen wir wirklich auf allen Etagen, auf einer Etage haben, damit wir ausrechnen können, wie viel wir insgesamt haben und wie viel wir insgesamt damit produzieren. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Hier müssen wir hin, okay. Brauchen wir hier nochmal ganz kurz die Zäune und die kommen hier hin, ne? Hier, 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 gleich tot und hier. Perfekt! Ey, und damit haben wir's. Hier unten wird alles aufgesammelt. Da sind schon wieder einige Kakteen überall drin. Ah, der lag da gerade ein bisschen rum. Das ist ein bisschen doof. Aber die werden sich früher oder später wieder zusammensammeln, ne? Wenn da jetzt irgendwie nochmal welche sind, dann stacken die sich wieder und dann soll das wieder passen. Okay, warte mal, wir haben in einer Etage 82. 82 pro Etage, 82 mal 12. So viele Kakteen haben wir. 984, das sind kurz vor 1000, die wir jetzt insgesamt drin haben. 984 Kakteen insgesamt. Und mit denen können wir uns dann auch ausrechnen, wie viel wir, pro Stunde damit produzieren, also wie viele Kakteen wir wirklich machen. Aber ich glaube, on average sollte da schon ganz gut was bei rumkommen. Wir holen uns jetzt mal nochmal Concrete, machen hinten die Wand dicht und machen vorne
ein bisschen Glas rein, damit man hier die Farben sehen kann. Weil irgendwie finde ich das ganz cool. Auch wenn es jetzt nicht komplett zu dem Base-Design passt, aber man kann ja ein bisschen improvisieren. Es ist halt ein bisschen schade, dass da jetzt alles voll mit Cobblestone ist, aber da führt leider kein Weg drum rum, außer alles auszutauschen. Vom Weiten finde ich es voll fein. Also man sieht, da ist eine fette Farm drin, so sieht eigentlich ganz cool aus. Wir haben keine Beleuchtung drin. Boah, Junge, was ist denn, was ballert denn da so? Ach, die Sonne. Alter, ey, dieser Shader ist so weird, ne, mit dieser neuen Art von... wie der Himmel ist so, ist crazy, ja. Aber overall, ich glaube, ich finde es sehr, sehr cool. Wenn wir was anderes machen wollen, dann tauschen wir auf jeden Fall den Cobblestone noch aus. Aber sonst steht die Farm jetzt soweit komplett. Wir haben die Wand innen gezogen. Die war eigentlich nur relevant, damit hier nichts runterdroppen kann. Und jetzt können wir uns um den Teil hier unten kümmern. Denn hier werden ja die ganzen Kakteen gesammelt. Die landen alle in diesen Hoppern hier drin. Da sind auch schon echt wieder einige am Start. Wir sollten insgesamt um die 3000 Kakteen produzieren pro Stunde, wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe. Wir haben knapp 1000 Kakteen. Eine Kaktee braucht ungefähr 18 Minuten zum Wachsen. Also kriegen wir ungefähr 3000 Kakteen pro Stunde, I guess. Das war so meine Rechnung. Ihr könnt mir sehr gerne sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber die gilt es natürlich zu verarbeiten. Das heißt, wir führen jetzt erstmal die Hopper zusammen. Ich glaube, ich würde gerne splitten, 50-50. Eine Hälfte davon zu Super Smelter für XP und die andere Hälfte davon für Bone Meal, für die Baumfarm. Und ihr habt mir auch dazu geschrieben, dass die Bone Meal Farm nie volllaufen wird. Das stimmt, das müssen wir irgendwie noch umbauen, damit die irgendwann volllaufen kann. Aber ich würde den Überschuss davon super gerne für die Baumfarm nehmen, damit wir da auf jeden Fall immer genug haben. Und den Rest können wir dann eben einfach für Bone Meal generell benutzen, falls wir auch eine Blumenfarm und sowas dann noch wollen. Wäre, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Alle sagen, komm jetzt hier drüben an. Erste Reihe ist schon fast komplett voll. Ist sehr, sehr nice. Und den Output wollen wir jetzt 50-50 splitten, ne? Damit wir die eine Hälfte zu Bomben machen können und die andere Hälfte für XP machen können. Das heißt, ein Teil davon wollen wir eigentlich relativ straight nach hier unten bringen und dann eben hier rein, weil hier ist ja der Supersmelter. Und da müssen wir eben eine Seite vom Supersmelter, dedicaten wir, glaube ich, nur den Kakteen. Das heißt, eine Seite kommt dann wirklich komplett hier, damit die Kakteen da reinlaufen. Ich glaube, wir machen einfach die linke davon, das ist ein bisschen näher dran dann. Und das muss dann halt basically einfach nur alles hier oben reinlaufen. Warum bleibt denn das Minecart stehen? Das ist ja ganz weird. Und dann haben wir auch kein Input mehr. Das heißt, theoretisch kann der die ganze Zeit einfach vor- und zurückfahren und halt die Kakteen immer verteilen, so, je nachdem, wie wir das wollen. Und den zweiten Teil benutzen wir einfach mit einem Komposter und machen daraus Baumehl. Ich glaube nicht, dass wir so viele Sachen brauchen. Also ich glaube wirklich, 1500 Kakteen. Ich weiß nicht, wie schnell war denn? Hopper macht 2,5 Items pro Sekunde. Ich glaube, der Hopper selber hat jetzt nicht so viel Zeit, die er da irgendwie mit dazu addet. Ja, aber das würden wir, dann würde ein Komposter locker reichen, oder? Wenn wir den machen, dann leiten wir das halt legit einfach in Komposter unten direkt wieder mit Bomi raus. Und dann straight up in die Baumfarm rüber, damit die Baumfarm full ist. Wir haben das ganze Ding soweit fertig. Es hat auch echt sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben hier oben jetzt den Output für unsere Kakteen nach drüben. Hier ist einfach nur Dropper, der das Ganze ausspuckt. Das kommt dann hier runter in den Wasserstrahl. Und das führt runter in diese Hopperleine, die man gerade nicht gesehen hat. Aber führt dann runter in eine Hopperleine. Die ist hier an der Input-Chest angeschlossene. Also das geht hier rein in diese Input-Chest. Da sind dann unsere Kakteen drin. Und die werden dann verteilt. Theoretisch benutzt er die ersten Öfen natürlich viel mehr. Das heißt, in dem Ofen hier wird immer viel mehr XP sein als in dem hier. In den hinteren ist wahrscheinlich gar nichts. Das heißt, wir können das trotzdem theoretisch noch als Hypersmelter nutzen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie cool hinbekommen. In den Öfen hier ist theoretisch auf jeden Fall immer am meisten XP, weil die tendenziell mehr Kakteen abbekommen. Das Ding ist, das ganze Kaktusgrün will ich nicht behalten. Deswegen werden wir da... Oh, ich bin am Überlegen, ob wir das nicht irgendwie hinbekommen, den auch noch als Supersmelter zu benutzen. Das wäre ziemlich cool. Aber wir wollen hier unten jetzt einfach nur noch einen Basic-Item-Filter mit dazu machen. Ja, super, genau die falsche Kiste abgebaut. Wir wollen das Ding hier auch als Supersmelter irgendwie benutzen. Und deswegen machen wir da jetzt einen Item-Smelter, einen Item-Filter hin, der Kaktusgrün rauszieht und das dann eben einfach nur löscht. Also, ja, dass wenn wir Kaktusgrün bekommen, dann zieht er das nach hier unten und ich glaube, Itemfilter sollte relativ bekannt sein. Kennen wir, wissen wir, wie man es macht. Ich glaube nicht, dass wir, also wir produzieren nie so viele Kakteen, dass hier viel voll ist. Deswegen können wir, glaube ich, dabei bleiben, die ersten drei Öfen dafür zu usen. Also selbst die sind wahrscheinlich zu viel, aber ich würde jetzt einfach mal so lassen. Und wir können jetzt schon mal gucken. Da wurde schon ein bisschen mehr Stuff durchgeschmolzen, nicht insane viel. Aber wir können ja trotzdem schon mal gucken, wie sich das Ganze verhält, wenn wir jetzt da einfach mal XP rausnehmen. Ich will das eigentlich nur, um meine Tools zu reparieren und so. Das wäre ziemlich cool. Und das hat geklappt. Hat sogar ein Level mit dazugegeben, oder?
Ah nee, hat nur einen Mini-Strich mit dazu gegeben. Aber Tool wurde repariert. Und darum geht's mir. Das ist so der Main Use Case von dem ganzen Ding, weil eben davor auch gefragt wurde, dass wir schon eine EP-Farm haben. Aber ich werde irgendeine Möglichkeit für mich, hier hinzugehen, meine Tools quick zu reparieren, damit ich nicht jedes Mal zu der EP-Farm super weit weg muss. Und das hätten wir jetzt damit gegeben. Sau geil, Alter. Wir haben eine fette Cactus-Farm. Das ganze Ding hier, der Chonker, 3000 Kakteen pro Stunde, die ballern runter. Wir machen eine Menge Bone Meal und zusätzlich eine Menge XP für unsere Tools. Und ich glaube, damit kann man schon gut zufrieden sein. Können wir eben gucken, was... Hilfe. Was hier noch drin ist. Wir haben hier halben Stack. Oh mein Gott. Nee, ja. I mean, es würde über die Zeit mehr werden. Die Kaktusfarm läuft ja dauerhaft immer, ohne dass wir irgendwas machen müssen, während wir hier sind. Deswegen bin ich damit, glaube ich, ganz zufrieden. Ist ziemlich cool. Und die zweite können wir auch noch anschließen. Also die zweite Farm können wir in den zweiten Tower bauen. Und... die Bambusfarm müssen wir umbauen.